Ich möchte heute einziehen in dein Leben, in dein Herz. Er möchte begegnen an diesem Ostersonntagvormittag. Jesus ist gekommen, weil er dich lieb hat und weil er dein Herz erreichen möchte. Und deswegen dürfen wir singen, Hosianna, der König kommt. Er kommt zu dir. Er spricht dich heute mit Namen an. Und er will dich treffen heute. Und Jesus, dafür danke ich dir. Und ich bete, dass wir diese Begegnung haben, so wie die ersten Menschen, die ersten Jünger, die ersten Frauen dir begegnet sind. Dass du uns heute so begegnest, als dem Auferstandenen, der lebt und der den Sieg am Kreuz überwunden hat. Wir danken dir, Herr, und wir ehren dich. Amen. Amen. Hey, schön, dass so viele da sind heute Morgen. Und ich fand, es war so ein richtig guter Auftakt, was Roland auch gesagt hat mit dieser RTL-Passion. Und ich habe gelesen, wirklich 2,3 Millionen, meine ich gelesen zu haben, haben das angeschaut. Hey, Jesus macht Quote. Und das ist was Starkes. Das begeistert mich und das ist wirklich was Besonderes. Und wenn man von dem christlichen Glauben eine Sache herausgreifen möchte, was wirklich auch besonders ist, dann ist es das, dass wir nicht an einen toten Gott glauben. Wir glauben nicht an einen Gott, der tot ist und an irgendwelche Schriften vermittelt wurden, sondern wir glauben, dass Jesus auferstanden ist am Ostersonntagmorgen vor rund 2000 Jahren. Glaubt ihr das? Das ist die Botschaft. Und ich habe euch auch noch mal einen Mann mitgebracht, einen Quotenmann, der hat auch mal was zu Jesus gesagt. Bülent Ceylan kennt sicherlich jeder. Mich macht Jesus Christus glücklich, sagt er. Er hat sich vor wenigen Jahren bekehrt zu Jesus und es war nicht so einfach, weil sein Vater ist Moslem, seine Mutter ist Katholikin und was macht er? Er bekennt sich zu dem lebendigen Jesus, ist Mitglied einer Freikirche. Und da macht er kein Geheimnis drauf. Wir haben ein paar Podcasts angehört, richtig toll, hat mich begeistert. Herr Jesus macht Quote und er tut den Spot immer wieder auf so einzelne Personen richten. Und so hat er 500 Leute getroffen, über 500 Leute am Ostersonntagmorgen. Da steht über 500 Leute im 1. Korinther, 500 Brüder. Dann triggert es bei mir, dann werden sicherlich Frauen dabei gewesen sein, also nehmen wir mal das Doppelte. Aber hey, so vielen Menschen ist Jesus begegnet. Und einer Person, der Jesus begegnet ist, mit der wollen wir uns heute ein bisschen näher beschäftigen, weil diese Person, die hat mein Herz berührt. Und ich werde euch im Laufe der Zeit, werdet ihr auch mitbekommen, warum. Wir werden uns die Geschichte dieser Person uns anschauen. Und es war Maria Magdalena. Nicht Maria, die Mutter von Jesus, sondern Maria Magdalena. Und ich möchte euch, oder wir möchten gemeinsam einen Text uns anschauen, sind ein paar Verse heute. Und wir machen es so, wir lehren ja Vers für Vers durch die Bibel. Und wir gehen gleich mal durch, wir lesen den Text und ich sage immer was zu den einzelnen Versen. Johannes 20, dort findet ihr den Text. Am ersten Tag der neuen Woche, frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Also wir lesen übrigens auch einen Vers vorher noch im anderen Kapitel, dass sie Jesus in das Grab gelegt hatten, noch vor Sabbatbeginn und die Frauen ihn verfolgten, also nicht verfolgten, sondern das mitverfolgten. Und gar nichts deutete erstmal auf etwas Ungewöhnliches hin. Es war der Tod eines Mannes, der am Kreuz gestorben ist, wie übrigens viele. Roland hat gesagt, 10.000 Juden damals wurden gekreuzigt. Übrigens, wenn ihr die Karfreitagspredigt noch nicht gehört habt, hört sie euch unbedingt an.
Und so kam ohne große Erwartung Maria Magdalena frühmorgens, also am Ostersonntagmorgen, zum Grab. Sie ging sicher vor 6 los, was mich schon sehr begeistert, denn ich wollte immer Bäcker werden, weil dann kann man so früh aufstehen, ist um 12 oder um 1 fertig und dann geht das Leben los. Also auch das schon mal ein Argument für Maria Magdalena. Und dann werden uns keine großen Gefühle vermittelt. Also sie geht ja einfach dorthin und dann sieht sie, dass der Stein, dass das Grab nicht verschlossen war. Und auch wenn uns keine Gefühle übermittelt wurden, gehe ich davon aus, dass sie voller Gefühle war. Wahrscheinlich aufgewühlt, voller Trauer. Und sie wollte einfach ihm wahrscheinlich die letzte Ehre geben, in Salben. Und in Matthäus 28, Vers 1 wird neben Maria Magdalena auch noch eine andere Maria genannt, die dabei war. Und Markus, der Evangelist, sieht auch noch Salome, die Mutter der Zebedäus-Söhne, auf dem Weg. Also interessanterweise alles Frauen, die an dem ersten Sonntagmorgen sich auf den Weg gemacht haben. Und der Spot von Johannes im Johannesevangelium, der geht auf Maria Magdalena. Und immer wieder habe ich mich gefragt, warum? Maria sieht, dass der Stein weggerollt war, also nicht weggenommen, wäre viel zu schwer. Und irgendwas stimmte nicht. Vers 2 lesen wir dann. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Ganz normale Reaktion. Sie sieht, dass Jesus nicht im Grab ist und sie läuft zurück zu Simon Petrus und zu den Jüngern. In dem Fall dem Jünger, den Jesus lieb hatte, es war Johannes. Und erzählte, was sie gesehen hat, nämlich nichts. Sie hat Jesus nicht gesehen. Sie hat nicht mehr gesehen, dass er im Grab war und das hat sie beschäftigt. Und es hätte uns auch beschäftigt. Und was passiert? Vers 3. Sofort machten sie sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und sie gingen zum Grab hinaus. Also zu dritt gingen sie auf den Weg. Sie machten sich auf den Weg, um zu sehen, hey, was hat es auf sich mit dem leeren Grab? Und dann erspare ich euch die Verse 4 bis 7, weil da geht es einfach darum, dass sie sich auf den Weg gemacht haben. Einer war schneller wie der andere. Wahrscheinlich war einer im christlichen Sportverein Jerusalems unterwegs. Der hat ein bisschen mehr trainiert. Das war wie so ein kleines Wettrennen. Die wollten da schnell hinkommen und haben Stück für Stück Strecke gemacht. Und dann lesen wir im Vers 8. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles und er glaubte. Vers 7 lesen wir noch, dass der erste Jünger reingeschaut hat ins Grab. Sie haben nichts gesehen. Der zweite, der sah ja eigentlich auch nichts. Und trotzdem glaubte er, obwohl er nichts sah. Und das ist spannend, denn was glaubte er denn? Er hat die Leinentücher liegen sehen. Er hat Jesus nicht drin gesehen. Er hat gar nichts gesehen. Aber was war das? War das so die erste Vermutung, ein so erwachender Glaube? Denn in Vers 9 lesen wir dann, nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Also die haben es gar nicht gecheckt. Die haben nichts gesehen, die haben nichts gecheckt, aber vielleicht hat der eine so ein bisschen schon was vermutet, eine Vorahnung gehabt. Und dann geht's weiter. Was passiert? Jesus ist nicht da. Die drei stehen da, ich stelle mir das so vor, die stehen da vor dem Grab. Maria Magdalena, Petrus und Johannes. Und was passiert dann? In Vers 10 lesen wir das. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Jetzt stell dir doch das mal vor. Petrus und Johannes, die gingen einfach wieder heim. Die gingen einfach wieder nach Hause. Ja, wie crazy ist denn das? Was war denn mit denen los? Völlig überraschend haben sie den Heimweg angetreten.
Sie haben Jesus nicht gesehen. Sie haben nicht drüber diskutiert. Hey, was machen wir denn jetzt? Maria, was hast du für eine Idee? Lass uns mal überlegen, wo könnte er sein? Sollen wir suchen? Sollen wir noch mal uns irgendwas überlegen? Sie gingen einfach heim. Und das muss man sich schon mal geben. War da eine Hoffnungslosigkeit da? Hatten sie doch keine Ostererwartung? Eine, die da blieb, das war die Maria. In Vers 11. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Maria war die Einzige, die zurückblieb. Die Einzige. Und die Männer gingen nach Hause. Die gingen heim. Vielleicht sind sie frühstücken gegangen. Keine Ahnung. Und sie ließen eine weinende Maria einfach stehen vor einem leeren Grab, wo sie ihren Herrn und Jesus, den Erlöser, der am Kreuz gestorben ist, hingelegt haben. Das kann kein Mensch verstehen. Und dann haben sie die Maria einfach stehen lassen, die geweint hat. Liebe Männer, wenn eine Frau weint, lasst sie nie im Stich. Bleibt bei ihr, tröstet sie. Hey, das ist kein Kavaliersdingsbums, das macht man doch einfach. Merkt euch das. Aber sie gingen. Und dann in Vers 12, da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Und das ist jetzt schon speziell. Also, sie schaut auch in das Grab, wie die anderen zwei, und sie sieht plötzlich zwei Engel in weißen Gewändern. Und da stellt sich doch die Frage, sind die jetzt gerade frisch gekommen und reingeflogen? Oder waren die vorher auch schon da? Und warum haben die Männer diese Engel nicht gesehen? Ich glaube, dass es Menschen gibt, die das Unsichtbare mehr sehen wie andere. Und die Maria Magdalena, die hat es gesehen, die hat die Engel gesehen. Und Magdalena heißt übrigens, sie kommt aus Magdala, aus dem Ort. Und es spricht auch aus, wo sie herkommt. Und dann Vers 13, warum weinst du, liebe Frau, fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Maria weinte, sie schluchzte, sie war traurig, sie konnte sich nicht beruhigen. Und dann stellen die Engel ihr eine etwas komische Frage, oder? Warum weinst du? Sie wussten doch, was passiert war. Und sie sagt, sie haben meinen Herrn weggenommen. Ich weiß nicht, wenn du Maria gewesen wärst, was hättest du als Antwort gegeben in der gleichen Situation? Ich habe mir das überlegt, ich hätte wahrscheinlich gesagt, wir suchen Jesus, er ist nicht mehr da. Wir suchen Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Mit ihm waren wir lange unterwegs. Er war tot, er lag dort. Und was sagt sie? Sie haben meinen Herrn weggenommen. Wisst ihr, was da für mich einen Ausdruck gibt, ist, dass sie eine tiefe Beziehung zu Jesus hatte. Das war nichts Oberflächliches. Sie sagt nicht mal, sie haben Jesus weggenommen, sie haben meinen Jesus weggenommen. Hey, es ist ihr Jesus. Ich weiß, es ist auch dein und mein Jesus. Aber sie haben meinen Jesus weggenommen. Und das hat mich bewegt. Ich hätte das so wahrscheinlich nicht formuliert, aber das drückt die Tiefe der Beziehung einer Maria Magdalena aus. Und dann, sie sieht die zwei Engel. Also ganz ehrlich, wenn ich heute Morgen schon zwei Engel gesehen hätte, ich wäre happy gewesen. Aber sie weinte. Sie weinte, weil es ging ihr nur um Jesus. Während Johannes und Petrus nichts gesehen haben, nur die Schweißtücher und die Binden. Sie hat zwei Engel gesehen, aber es überwog der Schmerz, sie haben meinen Jesus weggenommen. Und dann in Vers 14,
Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Irgendwas muss die Maria bewegt haben, dazu nach hinten zu schauen. Und sie sieht dort einen Mann und sie wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es Jesus ist. Das erfahren wir hier aus dem Text. Und dann interessanterweise, Jesus in Vers 15 stellt genau die gleiche Frage wie die Engel. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Und Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn, also Jesus, weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Immer noch schluchzend, die Augen voller Tränen, spricht Jesus sie an, hey, was weinst du? Und wen suchst du? Und was sagt sie? Sie dachte, es wäre der Gärtner. Hey, wenn du mal so Krimis anguckst und überlegst, wer der Mörder ist, dann sagst du es immer, der Gärtner. Da hast du eine relativ hohe Quote. Und wenn du jemanden nicht kennst oder jemanden suchst oder irgendwie, wenn du sagst, es ist der Gärtner, das immer hört sich gut an. Und vielleicht kommt es ja da, das Sprichwort daher, keine Ahnung. Aber sie hat gedacht, es ist der Gärtner. Dabei war es Jesus. Und sie wollte wissen, wo er ihn hingetragen hat, wo er ist. Ihr Jesus, mein Jesus, wo ist er, wo habt ihr ihn hingetragen? Dass ich ihn zurückholen kann, dass ich ihn zurückbringen kann. Das musst du dir mal überlegen. Also Jesus war nicht da. Sie denkt, er ist irgendwo anders, liegt irgendwo anders und sie kann dorthin gehen, kann Jesus schnappen und ihn einfach wieder zurücktragen. So muss man sich das vorstellen. Und es ist nicht rational erklärbar, sondern das ist eine tiefe Beziehung, die sie hatte. Eine ganz tiefe Beziehung. Sie haben meinen Jesus weggenommen. Und dann in Vers 16, Maria, sagte Jesus, da wandte sie sich um und rief, Rabuni. Jesus spricht zu ihr, Maria. Und das war das Wort, was sie brauchte. Das war's, woran sie die Stimme Jesus erkannte. Das war's, wo sie ihren Jesus erkannte. Indem er sagte, Maria. Und sie erwiderte, Rabuni. Und Rabuni ist die Langform von Rabbi und es drückt den allertiefsten Respekt aus gegenüber einem Menschen und es kommt nur ein einziges Mal in der Bibel vor. Sie sagt zu Jesus, Rabuni. Und Jesus sagt zu ihr in Vers 17, wir sind gleich durch, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in dem Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu ihnen zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Das ist auch nochmal spannend, denn wenn du dir das mal anschaust, Jesus sagt, hey, halt mich nicht zurück oder rühre mich nicht an, sagt auch eine andere Übersetzung. Und das ist ja interessant, weil vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem zweifelnden Thomas. Dem sagt er genau das Gegenteil. Er sagt, hey, du darfst mich anlangen, darfst die Finger in meine Hände tun, da wo die Nägel waren, damit du glaubst. Und es ist hochinteressant, weil er hier sagt, hey, lang mich nicht an, sagt man auf Schwäbisch. Warum? Hey, ich glaube, das ist das, was Maria Magdalena gebraucht hat. Das ist das, was sie gebraucht hat. Auf der einen Seite diese tiefe Beziehung zu haben, aber ihn auch loszulassen, wenn er kurze Zeit später in den Himmel geht. Und ein Thomas auf der anderen Seite, der so zweifelt, der so Probleme hatte, für ihn war es das Wichtigste, Jesus anzufassen. Und in Vers 18 zum Schluss, da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen. Hey, er ist mir erschienen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Ich habe eine Überschrift genommen über die Predigt, überraschende Begegnung. Es war eine überraschende Begegnung. Sie hatten nicht damit gerechnet. Und ich habe mir die Frage gestellt, und ich habe es vorher schon mal anklingen lassen, warum gerade
setzt Johannes den Fokus, den Spot auf die Maria Magdalena oder die Maria aus Magdala, wie sie eigentlich heißt. Warum legt Johannes den Scheinwerfer auf sie? Und damit habe ich mich beschäftigt und mich hat die Frau fasziniert. Weil ich habe gemerkt, da steckt etwas ganz Tiefes dahinter. Da steckt eine ganz tiefe Beziehung dahinter, eine tiefe Beziehung zu Jesus, zu ihrem Jesus, zu unserem Jesus, zu meinem Jesus, wo ich glaube, da können wir uns eine Scheibe abschneiden und da können wir von ihr lernen. Und ich habe drei Dinge, die ich euch mitgeben möchte, warum ich und das erste war, weil sie befreit war. Wir lesen im Lukas-Evangelium etwas von der Geschichte der Maria Magdalena. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diese Geschichte kennen, diese Hintergründe kennen, um zu verstehen, warum die Beziehung so tief war. Ich habe euch die drei Verse mitgebracht. Und es begab sich danach, als er von Stadt zu Stadt und Dorf zu Dorf zog. Also Jesus zog durch die Städte und Dörfer und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die 12 waren mit ihm. Also das, was Jesus immer gemacht hat, hat er auch damals gemacht. Und so berichtet es Lukas, dass er einfach durch die Dörfer ging, predigte und viel getan hat, um das Reich Gottes aufzubauen. Vers 2, dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau des Kutza, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen dienten mit ihrem Habe. Hier erfahren wir etwas von der Geschichte der Maria Magdalena, die wichtig ist, um zu verstehen, was an Ostern stattgefunden hat. Wir erfahren, dass sie 7 Dämonen hatte und dass Jesus sie befreit hat und sie gesund gemacht hat. Das ist eine Geschichte für sich. Das ist etwas Überragendes, weil Jesus ist gekommen und es war sein Auftrag, um Menschen frei zu machen, um Ketten zu lösen, um Menschen gesund zu machen, um Menschen von bösen Mächten frei zu machen. Und das hat er getan bei Maria Magdalena. Wir können davon ausgehen, auch von anderen biblischen Geschichten, wo Menschen mit Dämonen besessen waren, dass sie hin und her geworfen wurden, fremdgesteuert waren, dass sie vermutlich geschüttelt und gerüttelt wurden, geplagt wurden, dass sie nicht ein noch aus wussten, dass die Menschen blockiert waren, dass sie Jesus nicht erkennen konnten und dass sie eigentlich gar kein normales Leben führen konnten. Und Jesus hat diese Frau gesund gemacht. Er hat sie befreit von den Dämonen, von den bösen Geistern. Und sie konnte befreit leben. Denn in Johannes 8, Vers 36 lesen wir, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und ich habe mich gefragt, wo können wir oder wo sind wir unfrei? Wo sind wir vielleicht auch in irgendwelchen Bindungen drin, die uns vielleicht ein Stück weit auch hemmen, in diese tiefe Beziehung zu kommen, die Maria Magdalena hatte. Vielleicht gibt es auch dunkle Mächte, von denen wir gar nichts erahnen oder wissen. Vielleicht gibt es Ängste, die uns abhalten. Oder Bindungen, ungesunde Bindungen. Da fiel mir ein, ich hatte tatsächlich mal eine ziemlich ungesunde Bindung, die mich abgehalten hat von Jesus. Ich habe mich nach dem Konfirmations- oder beim Konfirmationsunterricht bekehrt. Und ich habe da viele coole Typen auch kennengelernt. Und einer davon, mit dem habe ich mich angefreundet. Es war ein cooler Typ. Und da gibt es ja dieses Konfirmandenwochenende. Und da sind wir unterwegs gewesen, sind dann auch ein bisschen um die Häuser gezogen. Und
ohne dass meine Eltern das wussten, was wir genau gemacht haben, haben sie gesagt, hey, diese Freundschaft tut dir nicht gut. Und als junger Kerl, wenn man dann so 15 ist, dann will man das nicht so wahrhaben. Dann sieht man das auch nicht so. Obwohl ich gesehen habe, dass er Dinge gemacht hat, die ich nicht gemacht habe und die ich auch nie machen würde. Und trotzdem lässt man diese Bindung ja nicht so einfach los deshalb. Und dann, wir hatten ein Wochenende geplant, nur er und ich, wo wir mit dem Fahrrad in der Jugendherberge gehen. Und wir haben uns echt darauf gefreut, haben es auch ein bisschen vorbereitet. Und dann, ich glaube, es war 5 Tage vorher, habe ich mir den Fuß gebrochen. Und ich konnte nicht mit auf die Radtour. Und egal, ob man jetzt wollte oder nicht, aber ab dem Moment war die Freundschaft zu Ende. Wir haben uns aus den Augen verloren und mir ist klar geworden, dass es eine Bindung war, die nicht gut war. Er hat mich immer wieder motiviert, auf Dinge mitzumachen, die nicht gut waren. Ich habe es nicht gemacht, aber es war eine ungesunde Bindung. Und vielleicht gibt es so Dinge, wo wir heute auch vor Jesus bringen können, vor den Auferstandenen. Hey, wo wir Dinge nochmal ablegen können, wo wir keine 100%ige Befreiung haben. Hey, wenn du nur 99% frei bist, dann darfst du heute das 1% abgeben. Maria Magdalena war komplett frei, obwohl sie 7 Dämonen in sich hatte. 7 Dämonen. Heute wird man salopp sagen, hey, die hat 7 Leichen im Keller gehabt. Da ging es richtig ab. Aber Jesus hat sie frei gemacht und er möchte auch dich frei machen von Bindungen, von Lügengebäuden. Er möchte wirklich Lügengebäude heute auch einreißen, die dich vielleicht immer wieder begleiten. Und ich glaube, das war der erste Grund, warum Johannes den Spot auf Maria Magdalena gelegt hat, weil sie befreit war und diese tiefe Beziehung hatte. Der zweite Grund war, sie war nicht nur befreit, sondern durch ihre Befreitheit war sie beständig. Sie war unglaublich beständig, sie war treu unterwegs mit Jesus. Und ihr habt es vorher gelesen in Lukas 8, wo wirklich geschrieben wird, dass sie mit einigen anderen Frauen mit Jesus unterwegs war. Und man kann davon ausgehen, dass neben den Jüngern, die wir kennen, die 12, lesen wir immer wieder von Frauen, die sie begleitet haben. Und man geht davon aus, dass die Maria Magdalena eine der Frauen war, die ganz eng an der Seite von Jesus unterwegs waren. Und das hat mich sehr bewegt. Und dann gab es eine Situation, die einzigartig war für die Maria Magdalena. Und zwar war sie an 3 Stationen dabei als einzige Person, die da richtig durchgezogen hat. Maria war dabei, als Jesus gekreuzigt wurde. Jesus wurde gekreuzigt. Er hat die Dinge ausgesprochen, die wir kennen. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Sie stand unten, hat es miterlebt. Er hat gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat dem Schächer am Kreuz noch gesagt, du wirst mit mir heute noch im Himmel sein. Und sie hat es alles miterlebt. Sie war am Kreuz dabei. Und sie hat gemerkt und gesehen, wie Jesus gestorben ist. Wie er die letzten Atemzüge gemacht hat. Maria war dabei. Und dann hat man Jesus vom Kreuz genommen. Josef von Arimathea, eben auch ein Jünger, er hat die Erlaubnis bekommen von Pilatus, Jesus ins Grab zu legen, in ein Felsengrab. Und wer hat Josef begleitet? Maria Magdalena. Sie war dabei bei der Grablegung. Und dann war sie die erste Person bei der Auferstehung, als Jesus ihr begegnet ist. Hey, das ist was Einmaliges. Das ist was Einmaliges. Und es drückt für mich die Tiefe einer Beziehung aus, die ein Mensch an Jesus hat. Mein Jesus.
Wir haben die Frage gestellt, wo waren unsere 11 Jünger? Wo war ein Petrus, ein Johannes, ein Matthäus, die Zebedäus-Söhne? Hey, die waren weder beim Kreuz, beim Tod dabei, noch bei der Grablegung und ein bisschen Zeit versetzt bei der Auferstehung. Und ich möchte die nicht schlecht machen, versteht mich nicht falsch, weil ich habe mir überlegt, was hätte ich gemacht? Wahrscheinlich das Gleiche, ich wäre nicht dabei gewesen, ich hätte den Mut nicht gehabt, am Kreuz zu sein. Aber das zeigt mir, und um das geht es mir, wie grandios das war, was die Maria Magdalena gemacht hat. Und das spricht für eine ganz tiefe Beziehung, für eine unglaubliche Liebe, die sie hatte. Weil sie befreit wurde und sie war beständig und treu unterwegs mit Jesus. Es gibt Ausleger, beziehungsweise auch ein paar Säkulare, die haben Maria Magdalena eine Affäre mit Jesus nachgesagt. Eine sexuelle Beziehung. Aber davon ist überhaupt nichts die Rede. Aber ich möchte es erwähnen, weil ich das schon interessant finde, was die Leute auf Ideen kommen. Aber dafür gibt es überhaupt keine biblischen Hinweise. Maria hatte das Herz einer Jüngerin gehabt. Sie war befreit und aus diesem befreiten Leben konnte sie beständig in einer Treue Jesus dienen, ihm nachfolgen, ihn zu unterstützen. Und er war in den schlimmsten Stunden, es waren einige Stunden, als Jesus am Kreuz hing, war sie dabei. Wow. Und das dritte und letzte, Maria Magdalena, sie war tief berührt. Ihr habt es vorher gesehen in unserem Text. Ich habe das mal rot markiert, wo alles die Gefühle Ausdruck finden. Sie weinte. Sie weinte viel. Die Engel fragten, warum weinst du? Jesus fragte, warum weinst du? Und weinen ist erstmal gar nichts Schlimmes. Und es ist bei einer Beerdigung oder wenn du zu einem Toten gehst, erstmal auch ein Stück weit normal. Ich war die Woche bei einer Beerdigung am Donnerstag und hey, auch da sind Tränen geflossen. Und es ist erstmal nichts Außergewöhnliches. Außergewöhnlich ist allerdings, dass Johannes das viermal in ganz kurzer Zeit beschreibt. Ein antichristlicher Polemiker namens Celsus des späten 2. Jahrhunderts, der berichtet von den Halluzinationen einer hysterischen Frau. Dann dachte ich, so ein Quatsch. Es war die tiefe Berührung, die Maria Magdalena hatte. Es war die, die mit Jesus unterwegs war, die ganz eng an ihm zusammen war. Und das war was Besonderes. Und die Gefühle werden hier beschrieben. Und ich frage mich, hey, wann haben wir zuletzt geweint für Jesus? Weil wir berührt waren. Vielleicht am Karfreitag, als es nochmal bewusst wurde, was er am Kreuz für dich und für mich getan hat. Dass er für unsere Sünden starb und uns dadurch ein ewiges Leben gegeben hat. Mich berührt es jedes Mal an Karfreitag, wenn mir das nochmal bewusst wird. Und deswegen, hey, ich finde es so begeistert, wie berührt die Maria war. Und dann, und es war ja erstmal die Phase, bevor Jesus kam, als Jesus noch gar nichts gesagt hatte, wo sie praktisch gewartet hat, wo sie das leere Grab gesehen hat. Und dann kommt dieses eine Wort, das alles verändert hat. Und Jesus sagte Maria. Nichts mehr. Er sagte Maria. Jesus musste nur ein Wort sprechen. Und sie erkannte ihn. Jesus sagt mal, meine Schafe hören meine Stimme. Ein Bibelausleger namens Tasker sagte einmal, nie war eine Einwortäußerung emotionsgeladener als diese. Maria. Und ich glaube, heute, an dem Ostermorgen, wo Jesus der Maria begegnet ist, heute spricht Jesus der Auferstandene, deinen Namen. So wie er damals Maria sagte, so spricht er heute deinen Namen. Er kennt dich beim Namen.
Und während das Lobpreisteam schon mal hochkommen kann, wollen wir das uns nochmal vor Augen machen, was an diesem Ostermorgen passiert ist. Dieser Spot auf Maria Magdalena. Sie war eine besondere Frau. Sie war erstmal eine Frau, die krank war, die gebeutelt war, die gebunden war, und sie wurde befreit. Und wir werden jetzt gleich eine Zeit haben, wo wir Gott nochmal anbeten und wo auch unsere Bäder hier rechts und links vorne nach vorne kommen. Und wenn du sagst, hey, bei mir ist auch nur 1% Unfreiheit da, dann darfst du heute für dich beten lassen. Und du darfst erwarten auf diese überraschende Begegnung mit Jesus. Jesus möchte dich heute befreien, weil das war das zentrale Thema, weshalb Jesus auf die Erde kam und weshalb er auferstanden ist. Und er war und sie war beständig und treu unterwegs aufgrund dieser Befreiung. Sie hat ein Leben geführt, das außergewöhnlich war an der Seite von Jesus. Es war außergewöhnlich, weil sie an allen Stationen dabei war, beim Tod, bei der Grablegung und die erste bei der Auferstehung. Und ich glaube, Jesus möchte dich heute berühren, möchte dir begegnen. Und lass uns doch gemeinsam aufstehen, wenn wir jetzt gleich nochmal Gott anbeten. Und vielleicht können wir die Augen ausschließen. Und ich glaube, es ist jetzt ein echt ein heiliger Moment, wo wir zu ihm kommen. Wo wir zu Jesus kommen als dem Auferstandenen. Bülent Ceylan hat am Anfang, habe ich euch das Zitat gemacht, er sagt, Jesus Christus macht mich glücklich. Und ich glaube, Jesus möchte dich heute glücklich machen. Er möchte dir begegnen als dem Auferstandenen. Sein Anliegen ist es, dass du komplett frei wirst von allem Druck, von allen Ängsten, von den ganzen Lügengebäuden des Teufels. Er möchte, dass du in eine Beständigkeit hineinkommst, in eine Treue zu ihm und dass du berührt wirst von ihm. Und wenn dir das ein Anliegen ist, dann möchte ich dich ermutigen, lass für dich beten. Du kannst aber auch mit einem ganz anderen Anliegen zum Gebetsteam kommen, was dir auf dem Herzen liegt. Du kannst dich segnen lassen. Und Jesus, so danke ich dir, dass du heute Morgen für uns da bist. Dass du heute Morgen einen Namen sprichst, und zwar den Namen von jedem Einzelnen. So wie du zu Maria gesprochen hast. Und so bete ich, Jesus, dass du jetzt zu jedem Einzelnen kommst und uns begegnest. Und wenn du jetzt hier bist und sagst, hey, ich habe das alles noch gar nicht so richtig verstanden, was es bedeutet, dass Jesus in meinem Leben ist, dass er auferstanden ist, dann hast du heute die Möglichkeit, dein Leben Jesus zu weihen. Du darfst an sein Kreuz kommen, wo er alle Schuld und Sünde getragen hat von dir und von jedem Menschen, damit wir leben, damit wir ewiges Leben haben. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest heute, das erste Mal oder vielleicht einfach nochmal ganz neu, weil du gemerkt hast, du bist weggekommen von Jesus, hey, dann hast du jetzt die Möglichkeit und darfst dein Herz Jesus öffnen. Und so spricht Jesus jetzt deinen Namen. Das eine Wort, er spricht deinen Namen, so wie du heißt, und er will dir begegnen. Er will, dass du mit ihm ein glückliches Leben führst. Und er möchte dich auf den Weg bringen der Freiheit und der Treue. Und Jesus, dafür danke ich dir. Und so lass uns jetzt Gott nochmal anbeten. Lass uns Jesus anbeten, der den Sieg am Kreuz überwunden hat.